Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video mit Nathalie aus dem Zen Garden Paraguay Team. So, wie ihr seht, die Bauarbeiter sind auch da und wir stehen hier quasi in einer Hälfte von einem Doppelhaus, also in einer Doppelhaushälfte. Hier sind sie schon kräftig am Löcher ausgraben für die Fundamente, wie ihr da sehen könnt. Und auch hier links hinter mir, hier der junge Mann. Wir haben heute eine wahnsinnige Hitze von 36, 37, 38 Grad. Aus dem Grund sind immer wieder Pausen notwendig und wichtig. Ja, wie ihr seht, das erste Doppelhaus, die ersten beiden Doppelhaushälften sind in der Entstehung. In den Anfängen, aber in der Entstehung. So, gehen wir weiter zu unserer Kläranlage. So, hier sind wir bei unserer Feststoffgrube und wie ihr seht, sind jetzt hier schon die Träger für die Abdeckung da. Die Abdeckung wird in den nächsten 2-3 Tagen fertig sein und wie ihr sehen könnt, da hinten das Rote, das sind die Untergrunddachschindeln, die unter ein Dach, also quasi das, da, beim Dach kommen ja auch solche Träger hin, dann kommen diese Dachschindeln drauf und oben drauf kommen dann diese Gewellten. So, und die werden eben auch hier benutzt, um einfach, bevor da eine Zementdecke drüber kommt, das einfach von unten zu stabilisieren. So, gehen wir weiter. So, was wir hier machen, das hat nichts mit dem Bau zu tun, das ist aber die Natur, die uns hilft. Und zwar, das sind die Kanas, die unter anderem in die Pflanzenkläranlage reinkommen werden. Sind sie nicht wunderschön? Und stellt euch vor, noch andere Farben, andere Sorten und davon 50 Quadratmeter. So wird die Pflanzenkläranlage später aussehen, wenn sie voll von Blumen, Blüten, Schmetterlingen und dann noch Kolibris ist. So, gehen wir weiter. So, was wir hier sehen können, ist die Vorbereitung, um den Strom, der vorne ja in das Gelände reinkommt, über dieses Rohr, über mehrere Leitungen, zum Beispiel hier zu der zu den Doppelhäusern hinzubringen. Und natürlich wird es dann später fortgeführt und auch die Häuser, die sich da befinden werden und da, werden über diese Leitungen hier versorgt werden. So, wie ihr seht, hier wird auch schon vorbereitet der Zugang zur Klärgrube. Ist also auch schon vorbereitet und ja, in den nächsten Tagen wird es da einfach weitergehen. So, etwas aber, was wunderschön ist und was wirklich für mich ein Highlight ist im Zen Garden, wird unser wunderschöner Kinsho sein. So, schaut euch mal dieses Holz an. Diese Farbe ist Natur. Das ist nicht gestrichen, das ist nicht lasiert, das ist rein gar nichts. Das ist Natur, noch völlig rau. Zum Stabilisieren, weil sie das eben erst aufgegossen haben, haben sie hier noch Bambusstangen genommen, um das zu stabilisieren. Später werden wir diese Bambusstangen nehmen, um das Strohdach zu machen. So, und man hat mir gesagt, dass dieses Holz, je älter es ist, umso rötlicher wird es. Ich habe leider den Namen vergessen, den hat man mir auch nur in Guarani gesagt. Wenn ich ihn habe, schieße ich ihn noch nach, aber ansonsten seht ihr mal die 6 Grundpfeiler. Unser Kinsho wird 6x8 Meter sein, also 48 Quadratmeter, ist doch eine schöne Größe. Das Dach wird ungefähr 90 cm auf jeder Seite überstehen. Eine ganz, ganz schöne Geschichte. So, und jetzt gehen wir zu unserem zukünftigen Hausmeister-Bungalow. Kommt mit! So, hier stehen wir beim zukünftigen Bungalow für unseren Hausmeister und mit unserer kleinen Rezeption mit Kiosk. Ihr seht hier schon alle Fundamente für die Mauern, die sind gemacht. Der junge Mann streicht mit dem Negrolin, das ist diese wasserabweisende Farbe, die man von unten her eben macht, damit das Wasser aus dem Grund nicht nach oben, die Feuchtigkeit nicht nach oben in die Wände ziehen kann. Und ja, später, in einer Woche ungefähr, werden dann hier die Wände hochgezogen. Ich kann es euch mal kurz erklären. Hier wird Terrasse sein. Hier ist Terrasse, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche und da hinten natürlich das Bad. Das hier wird für uns der Empfang und die Rezeption. Und hier, das wisst ihr schon, hier wird dann der Haupteingang sein für Fußgänger. Ja, das waren die Fortschritte von letzter Woche. Mit nur 3 Arbeitstagen finde ich das eine ganz stolze Geschichte, was da gemacht wurde auf unserer Baustelle.
Und denk dran, Daumen hoch für uns als Feedback zu unserer Arbeit hier im Kanal in YouTube und am besten auch noch gleich abonnieren. Das freut uns sehr. Also, bis bald wieder. Ciao.